Da ist die neue Roco 86er Lok alleine aus diesem kleinen Haltepunkt herausgefahren. Zuvor war eine Anfahrtsszene zu sehen, ja, wo sich die Frage vielleicht stellen könnte, trennt sich hier die Spreu vom Weizen? Es waren zwei 86er. Die andere war eine etwas ältere Märkling 86er. Und weil es schon ja ein paar Vorstellungen der Roco-Lok hier auf YouTube gibt, habe ich mir gedacht, machst du es mal etwas anders. Wie gesagt, ich werde sie ein klein wenig mit der älteren 86er von Märklin vergleichen, weil ich aber auch an dieser Roco-Lok ein paar kleine Kritikpunkte habe. Ja, wird noch eine weitere Roco-Dampflok ins Spiel kommen? Lasst euch überraschen. Jetzt kommen die beiden 86er auf einer Parallelfahrt vorbei. Vom Sound her würde ich sagen, sind beide nicht allzu weit auseinander. Ich denke, das war jetzt gerade gut zu hören. Die Märklin-Lok klingt etwas heller. Der große Vorteil der Roco-Lok ist hier natürlich das andere Anfahrverhalten, ja, dass die Anfahrtdynamik gerade auch im Soundbereich viel besser herausbringt. Aber das war ja auch zu erwarten. Das Ganze jetzt zurück. Hier kommt jetzt die Roco 64 ins Spiel. Und jetzt kommt meine Frage. Beide Loks haben einen Cimo-Decoder verbaut. Die 64er hat aber einen Sound, der absolut fantastisch klingt und bei solch einer H0-Lok doch eigentlich nicht zu erwarten gewesen wäre. Ich hatte auch die Hoffnung gehabt, die Roco 86er wird mindestens einen ähnlichen Sound haben. Sind es doch Einheitsdampfloks, die alle den gleichen Kessel verbaut haben, also sollte auch doch der Sound ein klein wenig ähnlicher sein. Ich lasse die Lok jetzt einmal in Fahrstufe 50 vorbeifahren. Jetzt nochmal in Fahrstufe 70. Na, die verschwindet ein wenig im Dunkeln, aber es war doch, glaube ich, gut zu hören.
wie sie surrt in dieser Fahrstufe. Das ist nicht so schön. Jetzt schauen wir uns die Lok noch einmal in einer Langsamfahrt an, auf einer sehr geringen Fahrstufe. Fahrstufe 2. Stufe 8. Das ist doch zauberhaft. Hier weiß die Lok absolut zu überzeugen. Das ist eine fantastische Langsamfahrt und gerade bei solch einer Dampflok ist es doch ein Genuss, eine Lok so vorbeifahren zu lassen. Ja, mein Fazit, Licht und Schatten wechseln sich doch ab. Das Licht überwiegt definitiv. Ja, die Detaillierung ist sehr gut gelungen. Der Sound hätte vielleicht ein bisschen bassbetonter, noch ein bisschen wuchtiger sein können, ist aber auch ein guter Sound. War auch, glaube ich, gerade wieder schön zu hören. Das Langsamverhalten oder Langsamfahrverhalten, erste Sahne. Ja, mehr muss man da gar nicht sagen. Nur wie gesagt, die eine oder andere kleine Enttäuschung ist ja schon dabei. Aber insgesamt doch eine gelungene Lok. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang. Ich habe mich auch über die vielen neuen Abos in der letzten Woche gefreut. Gerade auch über den Zuspruch zu meinem letzten Video. Ja, danke dafür. Euer Robt63.